getan, aber jetzt muss ich es machen, natürlich, nach der Rede von Pippi Orke. Lassen Sie uns gemeinsam nochmal alle Freundinnen und Freunde von der Ratgeber begrüßen. Herzlich willkommen! SMK steht wieder auf der Bühne. Bevor es aber wieder mit Musik weitergeht, nochmal ganz traditionell der wichtige und dringende Hinweis: Bitte spenden Sie. Auch hier, auch heute laufen wieder Freundinnen und Freunde durch und sammeln. Und bitte achten, bitte in die Dosen der Parkschützerdosen spenden. Dankeschön. Und jetzt wieder viel Spaß mit SMK 21. Ja, wir haben ja sehr furios gestartet, kurz vor 18 Uhr. Jetzt gehen wir mit dem Tempo ganz weit runter, aber hoffentlich nicht mit der Intensität. Unser SMK 21 stellt jetzt in den Vordergrund als Sängerin Stefanie Haas und an der Klarinette Dido. Den beiden wundervollen Musikern interpretieren, ist ein Liebeslied aus Kurdistan. Es ist ein Lied der Sehnsucht, ein Lied der Leidenschaft. Und wir hoffen, dass es euch genauso gut gefällt und so berührt, wie es uns gefällt und uns berührt. Ey, Fermeschka! Thank you.
Tiffany Hartz, Dirk Pfau und SNK 21. Danke. Nochmals vielen Dank. Wir hören die Gruppe nochmals später. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, in der Rundmail zur heutigen Demo steht zu Recht, ich zitiere, die Bewegung gegen S21 hat starke Gegner herausgefordert. Sie kämpft, und das hat die Gegenseite sehr wohl verstanden, ja nicht nur gegen einen verkorksten Bahnhofsneubau, sondern gegen das Prinzip S21. Und dieses Prinzip ist ein Goliath, das sich in dieser Situation weiterhin allmonatlich 2000 Bürger, allwöchentlich muss man ja schon sagen, 2000 Bürger zum Protest zusammenfinden, ist keine Schande, sondern eine Sensation. Wie viele Gruppen weiterhin aktiv sind und was sie auf die Beine stellen. Zitat Ende. Und das gilt auch für die Fülle an geleisteter Fach- und Sacharbeit innerhalb unserer Bewegung. Und einen dieser besonderen Experten bitte ich nun auf die Bühne, Wolfgang Kübert von den Ingenieuren 22.